Okay, hi Bronco hier mit einem neuen Video. In diesem Video geht es heute um das Thema die Größe von Buchstaben verändern. Ja, so würde ich das Video nennen. Okay, und zwar geht das ganz einfach. Wir klicken wieder auf Einstellung, also auf das Zahnrad und kommen dann hier oben wieder auf Einstellung. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen runter. Und zwar müssen wir bei dem Punkt anhalten, Anzeige und Helligkeit. Dort klicken wir mal rauf und jetzt sind wir bei Anzeige und Helligkeit. Und dann steht hier zum Beispiel schon Textgröße. Da klicken wir mal rauf. Und jetzt steht hier zum Beispiel schon da oben Textgröße und Apps, die dynamischen Text unterstützen, passen sich an die unten also festgelegte Lesegröße an. So. Dann, pass auf, ich kann mal zeigen, wie das ganz klein aussieht. Also man sieht das eigentlich schon hier. Also dass dieser Satz, sag ich mal, sich da so verändert. Oder er wird halt ganz groß. Ne? Also dadurch kann man das zum Beispiel schon sehen. Also klein oder ganz groß. So. Und ich finde das auch wichtig. Das ist wirklich ein Punkt, den ich wichtig finde, weil es gibt halt auch ältere Leute, die Apple-Geräte benutzen, also vielleicht ein Opa oder eine Oma oder sowas, ja, und die können vielleicht auch nicht mehr so gut gucken. Und da ist es eigentlich ganz gut, dass man halt weiß, wie man, naja, die Textgröße, sag ich mal, verändert. Wir können mal zurückgehen, guck mal, und jetzt, wir gehen mal zurück, ne? Also wir haben eben gerade die Textgröße und so angepasst, jetzt ist auch schon das Menü wesentlich größer. Ne? Also so können halt Leute das besser sehen und so. Wir gehen mal zurück. Jetzt ist hier sogar überall die, sag ich mal, also alles vergrößert. Ich persönlich lasse das eigentlich gerne auf normal. Ja, also, warte mal, so in der Mitte. Das reicht mir. Ich brauche das auch nicht zu klein. Wir können aber mal kurz gucken, wie das ganz, ganz klein aussieht. Warte mal, ganz, ganz klein würde dann so aussehen. Man kann es trotzdem noch lesen, aber es gibt halt Leute, die haben damit Probleme, dass wenn das zu klein ist, dann können die das nicht mehr erkennen und so. Ja, aber ich mache das halt gerne in der Mitte. So. Okay, das ist eigentlich, wie man auf dem iPhone bzw. iPhone 14 die Textgröße verändern kann. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Danke fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video schon wieder.